Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir müssen leider weiterhin mit Gude reden. Deswegen bin ich schon mal hingegangen. War ganz böse, dass das war. Sag mal auf jeden Fall mal Titol umschalten. Hä? Was zum... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gullivers Gully, die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Rufus, ich dreh ihm den Hals um. Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Hä? Huh? Ach du, was willst du? Hier lungerst du also rum. Na und? Muss ich mich neuerdings bei dir abmelden? Ja, das wäre nicht übel. Träum weiter, Schlaffi. Ich weiß ja noch nicht einmal selbst, wie ich hier hingekommen bin. Aber wo ich schon mal da bin, kann ich genauso gut die Gegend erkunden. Und mit Gegend meine ich dieses Getränk hier. Hey, das kannst du doch nicht machen. Keine Panik. Das geht heute alles auf Rufus. Aber das war mein Feuerzeugbenzin. So hat es auch geschmeckt. Ich nehme dasselbe nochmal. Du musst mit zu Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge, mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst? Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv. Rufus? Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte da mal eine Frau, die... Halt du dich da raus! Ach, mach doch, was ihr wollt. Wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ach ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Oh. Na gut. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Na und? Bei deiner Geburt auch. Aber hörst du mich meckern? Jetzt hör doch mal zu. Dein Implantat wurde beschädigt als... Na, schon langweilig. Bitte, Goal, du musst mitkommen. Zwing mich doch. Wär mal gespannt, wie du das anstellen willst, so ganz ohne Arme. Ich hab sehr wohl Arme. Ach, das sind Arme? Ich dachte, du hättest dich mit Spaghetti bekleckert. Präg sie dir gut ein. Du wirst sie nämlich kaum sehen können, wenn ich dir gleich den Hintern versohle. Rufus... Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ha, wenn ich jedes Mal einen Slotty bekäme, wenn ich diesen Satz höre. Dann könnte ich mir vielleicht endlich diese Kniescheibenprothese leisten, die ich angeblich so dringend brauche. Ich meine ja nur, man muss vorsichtig sein bei temperamentvollen Frauen. Oder die Stahlplatte für den Schädelbasisbruch. Hörst du mir überhaupt zu? Oder diese Trommelfelltransplantation. Ich geb's auf. Komm doch bitte einfach mit. Nö, aber... Nö. Sturheit, dein Name sei Weib. Tja, ich hab dir ja gesagt, dass das so nicht geht. Wenn du meinen Rat hören willst. Nö. Aber... Nö. Was auch immer. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Du könntest das Lied vom Dummdeppen für mich singen. Ha, nichts einfacher als das. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Hey, Moment mal. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Ich sag doch, so geht das nicht. Aber du willst ja einfach nicht auf mich hören. Wenn ich dir zuhöre, singst du dann das Lied vom Dummdeppen für mich? Ich weiß nicht. Wie ging der Text doch gleich? Ganz einfach. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Mist. Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst. Um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt, warum bin ich nicht darauf gekommen? Wunderst du dich gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Du bist in der Nähe. Das reicht als Erklärung. Tja, ich bin immer für eine Überraschung gut. Du bist quasi das menschliche Äquivalent einer spontanen Selbstentzündung. Wow, danke. Verdammt, es kam zu nett rüber. Hey, Baby.
Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Dich wickel ich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Oh. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Dein Mund sagt nein, aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Na, vielleicht erstmal nicht. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Map. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Okay, das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Frag du mir doch einfach mal, wenn wir ihn noch umschalten. Lady Gold, das ist jetzt die, würde ich sagen, die Regelkugel, würde ich sagen. Nanu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten. Aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Hier lungerst du also rum. Tue ich das? Ist ja verrückt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ist doch egal, wie du hierher gekommen bist. Viel wichtiger ist, ich weiß, wie du hier wegkommst. Sag Zeppelin, bitte, bitte, sag Zeppelin. Nein, nicht in einem Zeppelin. Oh. Vielleicht ja später. Yippie! Leute, ich muss echt mit meinem Headset mal regeln, weil... Du musst mit zu Doc kommen. Huh? Bin ich denn krank? Nein, nein. Oh, Himmel. Jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Mein Hunger kommt kaum. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Ah! Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huch, bin ich denn krank? Na, das kann ja noch lustig werden. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Ich weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Janosch? Ich habe ihm 1000-mal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, was? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Hui!
Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte. Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Das ist so lieb von dir, Rufus. Aber ich habe gerade erst die Schokolinsen aufgegessen, die hier auf dem Tresen standen. Schokolinsen? Hier gibt's keine Schokolinsen. Und wo zum Teufel ist die Schüssel mit den Muttermalen, die ich mir abgepult habe? Die kann nicht weg sein. Sowas stiehlt doch niemand. Boah, Leute, nein, das können wir doch nicht machen. Okay. Janosch, Janosch, wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Okay, Leute, bevor ich jetzt hier die Zeit vergesse, ich habe doch noch knapp 4 Minuten, will ich nur mal erwähnen, dass ich auf jeden Fall keine Ahnung habe, was hier eigentlich abgeht gerade. Und ich nur noch mal, by the way, schon mal vorab noch mal ankündigen möchte, dass ich nachher noch ein Video mache für heute oder morgen, das werdet ihr dann sehen. Und zwar handelt es sich dabei um Blender. Ich versuche ein bisschen was ich so selber kann, vermitteln, vielleicht auch ein paar Sachen, die nicht so unbedingt bei YouTube verfügbar sind oder nicht gezeigt werden, da ich das selber euch nochmal zeige, was ich so mit Blender mache oder eben halt erstelle. Aber wie gesagt, das wird Schritt für Schritt. Heute oder morgen kommt eine Folge mal. Das wird auch nicht so Blender-Tutorial so und so, sondern es wird einfach nur Blender-Tutorial heißen zwar, aber dann eben halt, was ich da drin auch mache und mit 1, 2, 3 und 4. Da müsst ihr dann euch selber angucken, was das dann im Endeffekt ist. Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts? Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Gut, jetzt habe ich den Toilettenschlüssel. So. Ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich da auf diese Toilette möchte. Es scheint tatsächlich leuchtet das schon da raus. Ab dafür. Verschlossen. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur... Ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette.
und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Jo. Was wir damit machen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bin dann für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Und ja, oder bis nachher, je nachdem. Haut rein. Ciao.